Vielen Dank, dass Sie wieder da sind. Wir kommen nun zu einer kleinen Reihe von Vorträgen, bei denen sich auch zwei unserer Preisträger noch einmal dem Auditorium vorstellen. Wir beginnen mit dem Träger der Helmholtz-Medaille, Herrn Professor Reinhard Lerch, der zum Thema Symbiose von Computersimulation und Experiment bei der Entwicklung akustischer Systeme spricht. Bitte schön. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte mit ein paar Worten des Dankes beginnen. Lieber Manfred, vielen, vielen herzlichen Dank für deine mir, denke, sehr, sehr wohlgesonnene Laudatio. Ich denke, eine meiner Aufgaben wird nun sein, auch all diejenigen Personen mal zu nennen, die bei all dem mitgewirkt haben, die entscheidenden Anteil haben, denn letzten Endes kommt es, und das wissen wir alle, auf das Team an. Und zu diesem Team, lieber Manfred, zählst du ja in allervorderster Front. Also nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Dank gilt natürlich insbesondere der Deutschen Gesellschaft für Akustik, der DEGA, und hier den Mitgliedern des Vorstands, die mir diese hohe Auszeichnung haben zuteilwerden lassen. Ich habe mich über diese Ehrung riesig gefreut, möchte an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank sagen an alle. Eine Folge dieser Auszeichnung ist der kommende Plenarvortrag. Das erinnerte mich an meinen ersten DAGA-Vortrag, der war 1978. Ich war Doktorand bei Professor Sessler in Darmstadt und durfte erste Ergebnisse über Piezopolymermikrofone vorstellen in Bochum. Der Tagungsleiter war damals Jens Lauert. Ich habe mir überlegt, den folgenden Vortrag dadurch versuchen, etwas interessanter zu gestalten, indem ich ein paar Ratschläge gebe. Ein paar Ratschläge einerseits zum beruflichen Werdegang, andererseits auch ein paar fachliche Ratschläge, insbesondere in der Form, dass ich auch die Dinge erwähne, von denen ich glaube, dass wir in der Vergangenheit vielleicht etwas so optimistisch waren, dass wir zu viel versprochen haben. Ich glaube, dass man am Ende der Laufbahn eher bereit ist, zu diesen Zugeständnissen, wenn was nicht funktioniert, als wenn man mitten im Leben stehend die Dinge verkaufen muss, sei es wissenschaftlich oder sei es kommerziell. Doch nun zum Thema, was ist die Mission des Ganzen, was ist die Idee, die hinter, ja, der Manfred nannte es Lebenswerk, das kann ich natürlich selbst nicht beurteilen, aber was ist die Idee, die dahinter steckt? Nun, lassen Sie uns zum Inhalt des Vortrages kommen. Es geht um die computerunterstützte Entwicklung in der Transducer-Technik und in der Akustik. Das kam dann eigentlich später dazu. Ich habe ein paar Beispiele da noch, möchte jetzt nicht auf die Einzelheiten eingehen. Es begann im Jahre 1981, Manfred hatte das schon erwähnt, im Siemens-Forschungszentrum. Ich hatte gerade meine Promotion abgeschlossen bei Professor Sessler in Darmstadt und hatte da noch einen Forschungsauftrag für die Deutsche Telekom, damals hieß das noch Deutsche Bundespost, bearbeitet und kam dann ins Siemens-Forschungszentrum. Die Kollegen von der Medizintechnik in Erlangen, die haben sich damals schon intensiv mit Ultraschall beschäftigt, denn in den 50er und 60er Jahren hat Siemens erste medizinische Geräte für die Diagnostik entwickelt, für die Bildgebung. Man wollte Röntgengeräte, ich will jetzt nicht sagen ablösen, aber zumindest ergänzen. Ultraschall hat ja keine, zumindest in den Dosen, in denen es verabreicht wird, keine Belastung, im Gegensatz zu den Röntgenstrahlen. Im Jahre 1953 wurden erste Ultraschallsignale im Siemens-Labor in Erlangen erzeugt, damals noch unter Mitwirkung von Externen. Der Durchbruch kam 1965 mit einem marktreifen Gerät, das hieß Vidozone. Das hat mein Kollege Richard Soldner und sein Team entwickelt. Den Richard Soldner habe ich damals noch kennengelernt und mit dem durfte ich noch einige Jahre zusammenarbeiten. Das Herzstück dieser Ultraschallgeräte war und ist nach wie vor der Applikator. Ich zeige Ihnen gleich einen. Und diese Applikatoren wurden bis Anfang der 80er Jahre experimentell empirisch entwickelt. Und als ich ins Forschungszentrum kam, hieß es, Herr Lerch, schauen Sie doch mal, dass Sie da neue Wege beschreiten können, denn diese experimentell empirische Entwicklung ist sehr ressourcenaufwendig, sehr teuer und es sind natürlich den Herstellern enge Grenzen gesetzt.
Die Idee des Ganzen war also schnell geboren, sie war naheliegend. Es ging um die Substitution dieser experimentellen Entwicklungslinie durch computerunterstützte Entwicklung. Wir können uns die nächsten Folien mal anschauen. Es geht letzten Endes bei dieser computerunterstützten Entwicklung nicht nur um die medizinischen Ultraschallwandler, die wir hier in der Mitte sehen, sondern es geht um viele, viele akustische Produkte, sei es Leistungstransformatoren, sei es Automobile. Und die Argumente für dieses virtuelle Design oder für diese computerunterstützte Entwicklung, die stehen hier nochmal kurz zusammengefasst. Es geht um Entwicklungskosten, höhere Produktqualität und natürlich hat man wenig Zeit. Das heißt, das Time-to-Market-Window, wie unsere amerikanischen Freunde sagen, das ist eben sehr, sehr klein. Gut, also, das war meine Aufgabe und diese Aufgabe, die hat mich eigentlich das ganze Leben, dann Berufsleben nicht mehr losgelassen. Virtuelles Design, Computersimulation von Wandlern und akustischen Problemen. Für alle, die nicht so tief drinstecken, möchte ich nochmal zeigen, um was es geht. Es geht um elektromechanische Sensoren und Aktoren. Das ist eigentlich ein und dasselbe, nur die Betriebsrichtung ist anders. Beim Sensor stecke ich eine mechanische Größe hinein, zum Beispiel einen Schalldruck, hole ein elektrisches Signal heraus beim Mikrofon und das Umgekehrte wäre der Lautsprecher. Ich gebe einen elektrischen Strom hinein und hole ein Schallfeld heraus. Die Wandlungseffekte, die man dazu verwendet, die sind hier nochmal angeführt. Zunächst mal ging es um piezoelektrische Wandlung. Wir sehen hier eine solche lineare Ultraschall-Array-Antenne, die untere etwas modernere Bauart, die obere würde so, wenn man ehrlich ist, noch nicht mal funktionieren. Aber Sie sehen die einzelnen Wandler, die separat angesteuert werden und damit ist es möglich, einen Ultraschallstrahl zu erzeugen. Man kann ihn schwenken, man kann fokussieren und damit kann man sehr leicht ein Ultraschallbild dann aus dem Körper erzeugen. Frequenzbereich ist 1 bis 50 MHz, typischerweise so 2, 3 MHz bis 7 MHz. Gut, ich hatte also nun die Aufgabe bekommen, Computersimulationen von diesen Wandlern durchzuführen und mein erster Ansatz waren eindimensionale Modelle. Ich habe ein eindimensionales Wandlermodell auf den Rechner gebracht und habe die elektrische Impedanz berechnet von einem solchen Wandler. Sie sehen hier die elektrische Impedanz aufgetragen über der Frequenz. Man sieht links unten die Antiresonanz, oben dann die Resonanz des Wandlers und je stärker der Piezo-Effekt ist, umso mehr zieht sich das auseinander. Wenn die Dämpfung höher wird, wird die Kurve natürlich ein bisschen glatter. So, das habe ich berechnet mit meinem eindimensionalen Modell. Das war die erste Aufgabe und dann haben wir das auch gemessen und haben gesehen, aha, es stimmt nicht. Also das ging also voll daneben. Naja, war eigentlich, wenn man nachhinein darüber nachdenkt, fast zu erwarten, denn ich habe ja keine eindimensionale Geometrie. Ergo, ich musste mich in der Folge dann um zweidimensionale, dreidimensionale Modelle kümmern. Das heißt aber, die gibt es als solche Modelle nicht. Man löst die Differentialgleichung, das Ganze ist ein Randwertproblem und das war zu lösen. Dafür gab es aber keinerlei Software und keinerlei Methodik zu diesem Zeitpunkt. Meine Idee war, es gibt doch finite Elemente in der technischen Mechanik, mit denen man elastische Körper beliebiger Geometrie berechnen kann. Und die Frage war, kann man diese finiten Elemente vielleicht erweitern auf Piezo-Elemente? Ja, das ging. Und da hatte ich dann Glück. Ich hatte in Erlangen im Rechenzentrum des Unternehmensbereiches Energietechnik Kollegen, die hatten ein Programm gekauft, ein Finit-Element-Programm, ein sehr großes, was Mechanikprobleme berechnen konnte. Und das war im Quelltext vorhanden. Ich komme auf dieses Quelltextproblem am Ende meines Vortrages, das ist nämlich hochakut, nochmal zurück. Und diese Kollegen waren Mathematiker, die haben mich dann unterstützt und wir haben diese finiten Elemente dann entwickeln können. Das ist jetzt hier die Lösung. Sie sehen, im Inneren ging es nicht nur um mechanische Freiheitsgrade, sondern auch um die elektrischen. Die Kopplung war in diesen Elementen drin, die Piezo-Kopplung. Wir mussten dann natürlich auch das äußere Fluid, also das akustische Feld im Wasser oder im Gewebe, mitmodellieren mit akustischen Elementen und zur Abstrahlung brauchte man noch infinite Elemente. Das war also
das Ergebnis. Und wenn wir das jetzt mal vergleichen, dann sieht man natürlich, ja, jetzt stimmt es überein und alle waren begeistert. Ja, alle waren begeistert, aber die Sache hatte, es funktioniert auch, aber einen kleinen Schönheitsfehler gab es doch. Der Manfred hatte das auch schon erwähnt, die Ressourcen, die es bei Siemens gab. Man brauchte enorme Rechenleistung, um solche Wandler und solche Antennen berechnen zu können. Und die stand einfach nicht zur Verfügung. Und die Rechner waren damals sehr, sehr teuer. Man brauchte zwei Dinge, die eigentlich mit GE oder GE beginnen, Geld und Geduld oder besser beides. Und das Geld, das hatte zugegebenermaßen Siemens, die Gewinne waren ganz gut in diesen Jahren und Teil dieser Gewinne durfte ich verwenden, um eben entsprechende Rechner zu kaufen. Und davon habe ich dann später auch noch geschwärmt und dann funktionierte das Ganze. Das heißt also, mein erstes Klassenziel war erreicht und es kam dann auch dazu, dass alle anderen Hersteller auf diese Methodik, auf diese Entwicklungsmethodik aufgesprungen sind. Ich möchte an dieser Stelle einen kleinen Schnitt machen und allen den Ratschlag geben, die Möglichkeit noch haben, von ihrem Alter her alle 10 Jahre einen Kurswechsel durchzuführen, Standortwechsel, Richtungswechsel. Man braucht frische Ideen. Und nach 10 Jahren Siemens, die, denke ich, nicht unerfolgreich waren, hatte ich aber die Idee, ich muss mal was anderes machen. Ich gehe wieder zurück zur Universität und habe dann den Ruf nach Linz bekommen. Der Manfred hat die Geschichte schon erzählt. Wir haben dann Mechatronik und das Institut für elektrische Messtechnik gegründet. Und diese akademische Freiheit in Linz, die bot uns die Möglichkeit, das Ganze dann weiterzuentwickeln. Und ohne aber aus dieser Präsentation einen Vortrag zur Historie meines Lebens dazu machen, es stellt sich die Frage, wie ging es dann weiter? Ja, es ging interessant weiter mit den anderen Kopplungen. Da kommt der Manfred ins Spiel, der hat sich dann um die Magnetik gekümmert. Wir haben magnetische Kopplungen, wir haben alle anderen Kopplungen eingebaut, Wandlerkopplungen, sodass wir dies komplett berechnen konnten. Wir haben nicht nur finite Elemente entwickelt, sondern auch Randelemente und andere Dinge. Ich bin aber der industrienahen Forschung auch an der Universität treu geblieben, so wie ich eigentlich meinem alten Arbeitgeber, der Siemens AG, über die Jahre bis heute noch verbunden geblieben bin. Gut, Frage ist, was braucht man für diese ganze computerunterstützte Entwicklung, diese Umgebung. Man braucht natürlich eine mathematische Basis. Das sind die Differentialgleichungen und das sind die Kopplungsgleichungen. Das sind hier nur Beispiele mal angeführt. Ich gehe jetzt nicht in die Details aus Zeitgründen. Man braucht natürlich entsprechende Software und die braucht man, ich sage es nochmal, im Quelltext, ja, um wirklich entwickeln zu können und einen leistungsfähigen Rechner. Ja, das dachten wir, dass das reicht, aber es reicht nicht. Jetzt kommen Probleme, die aufgetaucht sind. Man braucht auch die Materialparameter sehr genau. Man braucht Materialmodelle und man braucht Experimente, egal wie. Und um die soll es heute im Kernthema gehen. Dazu möchte ich Ihnen dann noch ein paar Projekte vorstellen. Lassen Sie mich vorher noch mal zu dieser Materialdatenproblematik kommen. Wir haben uns intensiv natürlich um Piezo-Materialien gekümmert, wie Sie sich vorstellen könnten. Die Kollegen in München-Perlach, die Piezo-Materialien entwickelt haben, uns die Materialdaten gegeben, aber die haben nicht so ganz gestimmt. Wenn man sich das hier anschaut, das sind die Matrizen, die das Material, ein anisotropes Piezo-Material beschreiben. Das sind die elastischen Module, Epsilon-Permittivitäten und die Piezo-Module. Insgesamt braucht man 13 Parameter, wenn man sich mit 3 Dämpfungsparametern begnügt. Und die kann man grob messen und das ist das, was Sie von den Herstellern bekommen. Aber das reicht nicht aus. Man muss wesentlich genauer werden, weil man genauer rechnen kann. Da haben wir eine inverse Methode entwickelt. Das war dann auch die Familie Kaldenbacher, eigentlich die Barbara Kaldenbacher, Frau Kaldenbacher war damals dann auch in Erlangen. Die Ursprünge stammen von den beiden und der Herr Rupic, Stefan Rupic in Erlangen, der hat es dann weiterentwickelt. Also kurzum, um das ganz kurz zu beschreiben, was machen wir? 2 Dinge. Wir messen, wir rechnen und wir ändern so lange die Materialparameter, bis Messung und Rechnung übereinstimmen.
Das ist also eine inverse Methode, mal vereinfacht ausgedrückt. Messungen, dazu brauche ich einen Impedanzanalysator, habe ich eben schon drüber gesprochen. Wir brauchen die Auslenkungsmessung mit Interferometern. Und ja, Output sind dann 13, diese 13 Materialparameter. Um im Ergebnis zu zeigen, man sieht hier schwarz und rot, einmal Messung und Rechnung mit abgeglichenen Parametern. Und zum anderen die Materialparameter, die vom Hersteller stammen. Also das Rot-Schwarze, das ist so eine Art große Koalition, das stimmt dann, das funktioniert. Und das Blaue, das liegt außerhalb des Sinnvollen, des Möglichen. Gut, jetzt kommen wir... Nein, ich sollte noch erwähnen, es gibt natürlich nicht nur diese Piezo-Problematik, es gibt viele andere Materialien, gerade in der Akustik, poröse Materialien, Absorbermaterialien, viskoelastische Materialien, also Materialien mit Temperatursprüngen, Glasübergang, Frequenztemperaturbeziehung, Nichtlinearitäten, wir werden das gleich sehen. Also all die Dinge, die man nicht braucht, kommen hier vor und die haben uns mehr beschäftigt fast als die ganze Finitelementmethodik. Das darf man nicht vergessen, man braucht diese Materialmodelle und Messungen dazu, ohne die es wirklich nicht funktioniert. Gut, dann denke ich, darf ich kommen. Ja, wir haben dann, nein, ich sollte noch eines erwähnen, es kam ja nochmal ein Wechsel, Manfred hatte das eh schon erzählt. Wir sind dann, ich habe das ganze Team mitnehmen dürfen von Linz. Manfred ist dann auch mitgekommen an vorderster Front. Und wir haben dann einen Wechsel vollzogen nach Erlangen, an die Friedrich-Alexander-Universität, das war da 99. Und da hatten wir mehr Möglichkeiten. Und wir hatten auch Kontakte zu den Werkstoffwissenschaftlern, zu den Maschinenbauern. Also das waren ein paar mehr Möglichkeiten noch. Und da hat der Manfred insbesondere dieses Programm, der hat sich dann um die Entwicklung von diesem Programm CFS++, Coupled Field Simulations, gekümmert, was es heute noch gibt und was heute noch an der TU Wien gepflegt wird. Entschuldigung, TU Graz. Also wenn man den Manfred trifft, das muss ich auch mal sagen, früher habe ich immer gesagt, die erste Frage, die ich Manfred gestellt habe, Manfred, wie geht's dir? Aber jetzt die erste Frage immer, Manfred, an welcher Uni bist du beschäftigt diesmal? Also er hat gerade gewechselt von Wien nach Graz, wollte ich damit sagen. Und ja, gut, jetzt hätten wir ein paar Projekte, die ich in aller Kürze vorstellen möchte. Ich kann natürlich da nicht in die Details gehen. Es sind aus meiner Sicht, ich sage mal, erfolgreiche Projekte. Ich meine jetzt mit diesem Erfolg nicht den akademischen Erfolg, den Sie am H-Faktor vielleicht jetzt messen, wobei wir auch genügend publiziert haben, so ist es nicht. Aber ich messe den Erfolg mal an der praktischen Verwertbarkeit, an der industriellen Verwertbarkeit, am wirtschaftlichen Erfolg. Das sind auch allesamt Industrieprojekte und ja gut, das hatte ich vergessen zu zeigen, das hatte ich aber erzählt, können wir drüber gehen. Es geht im ersten Projekt um Kernspintomographen. Das ist ein Projekt, wo Sie noch im Wesentlichen ohne Experimente auskommen. Im Gegenteil, es ist fast hinderlich, wenn Sie zu viele Experimente machen. Denn die Kollegen von Siemens, damals unweit von uns in Erlangen, haben sehr viele Experimente gemacht, um diese Kernspintomographen in der tiefsten Physik zu verstehen und auch vor allen Dingen die Geräuschentwicklung. Sie hören jetzt den Sound eines Kernspintomographen sehr leise, weil das sind normalerweise, wenn sie drin liegen, über 100 Dezibel Schalldruck. Ja, woran liegt das? Das liegt daran, dass Sie sehr viele Spulen haben, durch die Ströme geschickt werden. Sie haben ein großes, starkes Magnetfeld, mehrere Tesla, 2 bis 7 Tesla Magnetfeld. Und da kommt es natürlich zu Lorentzkräften. Und diese Lorentzkräfte, die verursachen Schwingungen. Und dann kommt dieser Schalldruckpegel zustande. Was haben wir gemacht? Wir haben dann finite Elemente angesetzt und haben dann einige Probleme damit geklärt.
Das sind dann spezielle Elemente, einmal Spulenelemente, magnetische Elemente, die das Magnetfeld beschreiben. Es gibt eine Moving Mesh Methode, weil sich das Ganze natürlich stark bewegt. Man muss die elektrische Induktion mit einbeziehen, Wirbelströme, all diese Dinge sind da drin in der Physik, weil wir die Gleichung lösen. Manfred hat es dann modelliert und Siemens war von diesen Ergebnissen sehr begeistert. Wir haben nicht nur Schallprobleme, ich kann jetzt nicht sagen gelöst. Gelöst hat man sie natürlich nicht. Man kann Kernspintomographen leiser machen, aber man kann sie nicht so leise machen, dass man sagen, es ist wirklich angenehm in so einem Kernspintomographen von der Akustik her. Ja, es ging noch um Heliumabdampfen, andere Probleme, die damit geklärt werden konnten. Das ist also ein Projekt, bei dem man, wie gesagt, wenig Experimente braucht. Das gilt fast auch für das nächste, virtuelles Design von Autolautsprechern. Das war ein Projekt mit der Firma Harman Becker, damals noch in Straubing, Entwicklungsstandort. Wir haben das Kleinsignalverhalten, das Großsignalverhalten modelliert. Es gibt verschiedene Nichtlinearitäten, die da uns etwas Kummer bereitet haben. Und das Modell, das sieht dann so aus, dass man einen solchen Autolautsprecher, das ist ein ganz normaler elektrodynamischer Lautsprecher, bei dem das Magnetsystem nach innen geklappt ist, um die Bautiefe zu reduzieren, den haben wir dann modelliert. Und wir haben eine Entwicklungsumgebung aufgebaut, sodass man wirklich Autolautsprecher designen konnte. Bei den Experimenten ist es hier ein bisschen schwieriger, weil wir auch uns um die Nichtlinearitäten gekümmert haben. Und die Nichtlinearitäten, um diese zu messen, brauchten wir besondere Methoden. Das ging nicht mehr mit Mikrofonen und der Akustik, sondern das haben wir optisch gemacht mit Interferometern. Wir haben diesen Autolautsprecher dann in eine Schallwand eingebaut, im reflexionsarmen Raum ansonsten, und haben gemessen. Sie sehen hier einmal für einen Input-Power von 1 Watt links und 32 Watt rechts, dass das ganz gut übereinstimmt. Aber wie gesagt, das sind Ergebnisse dann aus optischen Messungen. Die Messungen, die zur Validierung benötigt werden, sind hier schon notwendig und man kommt eigentlich nicht ohne diese Messungen aus, aber die Methodik an sich funktioniert noch im Großen und Ganzen, ohne dass man Messung und Rechnung jetzt eng verzahnt. Das passiert erst beim nächsten Projekt, Leistungstransformatoren. Diese Projekte Lautsprecher und Leistungstransformatoren, das hat übrigens der Martin Rausch bearbeitet, der hat es fertiggebracht, eigentlich mit in den paar Jahren, wo er am Institut in Linz und am Lehrstuhl in Erlangen war, eigentlich zwei Doktorarbeiten parallel durchzuführen. Er hat es mit dem Lautsprecher gemacht und dann einen gewissen Teil, einen großen Teil auch noch von diesen Transformatoren. Sie sehen hier einen Drehstromtransformator mit den drei Phasentransformatoren, mit den drei Einzeltransformatoren, die werden in diesen Kessel eingetaucht. Es geht hier um Transformatoren im Bereich von 5 bis 20 MVA, also Megavolt Ampere etwa. Der Hersteller, als wir damit begannen haben, alle Hersteller abgewogen haben, gesagt, nein, das brauchen wir nicht. Das hat zum Schluss dann keiner mehr gesagt. Die standen dann alle auf der Matte, weil es Vorgaben gab der Betreiber, die machen natürlich auch Lärm in den Wohngebieten. Diese sind nah an den Wohngebieten, zum Beispiel in Manhattan. Ja, die stehen die ja unweit von den Wohnungen weg. Und dieser Lärm muss reduziert werden und er muss garantiert werden vom Hersteller. Das heißt, er braucht ein virtuelles Design, um diesen Schallpegel vorhersagen zu können heute. Und so wird heute noch mit dieser Methodik bei Siemens und anderen Firmen gearbeitet. Das sind mal die Finite-Element-Modelle, ohne in die Details zu gehen. Die Problematik, wo liegt die? Die Problematik liegt darin, dass wir ein Skalenproblem haben. Wir haben sehr feine Windungen im Bereich von Millimetern und wir haben globale Abmessungen vom Transformator von Metern. Hier 3 bis 8 Meter. Und das passt finite elementmäßig nicht zusammen. Also wenn man jetzt ein finite Elementmodell darüber stülpen würde, würde das ja explodieren durch die Anzahl der Elemente. Also was kann man machen? In diesem Fall haben wir Homogenisierung verwendet. Das heißt, wir haben diese Windungsstrukturen, die Sie hier im Rechten sehen,
verschmiert über diese Fläche oder über dieses Volumen und haben dann neue Daten eingesetzt dafür, die wir durch in Form von Experimenten ermittelt oder validiert haben. Also hier muss man vorab oder auch zwischendrin Experimente durchführen. Also jeder, der sagt, ich kann das virtuell designen, ohne mich um diese Materialdaten zu kümmern und ohne dieses Homogenisierungsproblem zu lösen, der sagt da nicht die Wahrheit. Es ist eine komplizierte Sache letzten Endes. Wir haben hier auch Messplätze aufgebaut, um die Transformatorenbleche zu vermessen bezüglich ihrer Nichtlinearitäten. Also wir brauchen die Hysteresekurve, wir brauchen diese Schmetterlingskurve, Dehnung über dem Magnetfeld. Und das muss wirklich das Elektroblech sein, das dann auch in den Transformator eingebaut wird, sonst sind die Ergebnisse nicht richtig. Also Messung und Rechnung müssen hier ganz eng verzahnt sein. Und es ist sicherlich nicht so, dass ich an einem Ort jetzt eine Messung durchführen kann, an einem anderen Ort eine Rechnung, sondern das muss wirklich Hand in Hand gehen. Das sollte man nicht vergessen. Gut, wir kommen zum nächsten Projekt. Das ist ein Silizium-Mikrofon, ein MEMS-Mikrofon der Firma Infineon. Mein Doktorvater, Professor Sessler, hat ja mit der Entwicklung von Silizium-Mikrofonen sehr früh in Darmstadt, an der TU Darmstadt begonnen. Da gibt es einige Doktorarbeiten zu. Das hat sich dann im Laufe der Jahre entwickelt und irgendwann ist auch mein kommerzielles Produkt entstanden bei Infineon. Das Problem bei diesen Silizium-Mikrofonen ist der hohe Rauschpegel. Es liegt einfach daran, dass die Silizium-Membranen sehr, sehr steif sind. Man muss sie mechanisch aufweichen. Das haben wir dann getan. Unser Doktorand, der Herr Füldner, der hat dann, der hat solche korrugierten Membranen mit solchen Federelementen am Rand und solche sternförmigen Designs da entwickelt und das wurde mit finiten Elementen berechnet. Das waren im Grunde genommen rein mechanische finite Elemente. Da hat er die mechanische Steifigkeit berechnet, um zu sehen, ab welcher Steifigkeit, mit welchem Design man da weiterkommt. Das wurde auch durch Interferometermessung verglichen. Und dann wollten wir natürlich in der Doktorarbeit, das war so meine Idee, dann modellieren wir natürlich das ganze Mikrofon. Aber das ging nicht so einfach. Man muss sich das auch so vorstellen, die Entwicklung, die Technologieentwicklung, die ist dann schon sehr rasant vorangetrieben worden von Infineon. Und um das zum Erfolg zu bringen, mussten wir auch eine gewisse Geschwindigkeit halten. Also Resümee war, wir kommen da mit finiten Elementen, totalen finiten Elementen auch nicht weiter, sondern wir müssen ein Lumped Circuit Model nehmen, also ein Modell mit konzentrierten Netzwerkelementen und speisen dort einerseits die Finit-Element-Ergebnisse ein und zum anderen die Experimente, die experimentellen Ergebnisse mit experimentellem Abgleich. Und mit diesem Netzwerkmodell sind wir dann insoweit erfolgreich gewesen, dass man viel vorhersagen kann, zum Beispiel auch das Design der Löcher in der Siliziummembran, der Lochdurchmesser und die Anzahl der Durchmesser, die bestimmen den Frequenzgang und wie Sie sehen, stimmte das dann auch ganz gut mit Messung und Rechnung überein. Also das ist ein Projekt, wo man sagen kann, hier kommt man auch mit einer reinen Finit-Element-Technik sehr, sehr schwer durch. Natürlich funktioniert es, wenn man entsprechende Ressourcen aufwendet, aber je nachdem, was man eben aus dem Modell herausholen will, an Ergebnissen, an Vorhersagen, reicht es unter Umständen dann auch aus, ein hybrides Modell zu verwenden. Ja, ich komme zum fünften Industrieprojekt, was ich kurz erwähnen möchte, das ist mit das schwierigste Thema, was wir heute in der Akustik haben, ist die Strömungsakustik. Ich habe hier zwei Experten im Raum sitzen. Der Manfred kennt sich mit der Simulation bestens aus, besser als ich. Und der Stefan Becker kennt sich mit den Experimenten bestens aus, die wir ja zum Teil auch gemeinsam durchgeführt haben, Experimente, Simulationen. Um was geht es? Es geht um Strömungsgeräusche in Automobilen ab Geschwindigkeiten von oberhalb von 100 Stundenkilometer.
Und zugegeben, ich fahre auch mal gern schneller und möchte dann ein leises Auto haben. Und das ist natürlich sehr, sehr schwer, aufgrund der Windgeräusche, das zu realisieren. Ja, was kann man tun? Simulationstechniken sind einmal finite Elemente für die Schwingungen der Blechteile, für das akustische Feld, auch innen im Auto, wenn man möchte, ja, bis zum gewissen Grad. Für den höheren Frequenzbereich verwendet man gerne noch statistische Energieanalyse. Also man kann die Eigenfrequenzdichte so hoch, dass man Statistik anwenden kann. Und Methode, die der Manfred jetzt weiter verfolgt, ist der nächste Punkt hier. Es werden Strömungssimulationen durchgeführt, Computational Fluid Dynamics mit der Abkürzung CFD. Und da löst man nicht in voller Schönheit die Navier-Stokes-Gleichungen. Das würde natürlich theoretisch auch zum Ziel führen, sogar zur Akustik, aber das ist auch wieder ein Skalenproblem, was nicht funktioniert. Was man macht, ist, man wendet Turbulenzmodelle an, Large Eddy Simulation, Scale Adaptive Simulation. Und aus diesen CFD-Simulationen, die sehr, sehr aufwendig sind, holt man akustische Quelltherme heraus und die steckt man dann in die Akustiksimulation, versucht dann das akustische Feld zu berechnen. Also das ist im Moment am Laufen. Das Projekt, was im Forschungsverbund vor Lärm lief bei uns, das basiert aber auf einer Hybridmethode, die ich gleich erwähnen werde. Lassen Sie mich kurz noch auf die Experimente eingehen. In unserem Schallmessraum in Erlangen mit dem angeschlossenen Aeroakustik-Windkanal haben wir Mikrofonarrays, mit denen wir von außen in das System hineinschauen können, den Schall messen können. Wir haben natürlich ein Laser-Scanning-Vibrometer, wir haben Beschleunigungssensoren, mit denen man die Mechanik messen kann. Und die Flow-Messung, die Strömungsmessung mit Surface-Microphones und mit Hitzdraht-Anemometern, was ein Spezialgebiet ist, auch von dem Stefan. Gut, zu diesem Projekt, was in diesem Forschungsverbund vor Lärm lief. Hier haben wir ein generisches Automodell gebaut, ein Holzauto, was aber innen gemessen werden konnte. Die Nachhaltzeit wurde abgeglichen. Und ich glaube, Stefan, der steht heute noch bei euch in Erlangen. Hier in diesem Foto zeigt es das Modell im BMW-Windkanal, wo es vermessen wurde. Und ja, was haben wir da gemacht? Wir haben eine hybride Methode angewendet, um auch mit einer gewissen Effizienz zum Ziel zu kommen. Das war die Doktorarbeit von Herrn Gabriel, Christoph Gabriel. Der hat ein Mikrofonarray entwickelt mit Siliziummikrofonen auf einer Leiterplatine, auf einer flexiblen. Die wurde an die Seitenscheibe geklebt. Damit, das war in unserem Sinne kein echtes Array, sondern das war ein Array, mit dem man, das steht hier zur Linken, die lokale Kohärenz des Schalles bestimmen konnte auf der Scheibe, wenn das Auto oder das Holzmodell in diesem Fall angeströmt wird. Und dann sind wir mit dieser Kohärenz-Druckverteilung in die FE-Simulation gegangen, haben die mit finiten Elementen die Schwingung der Seitenscheibe berechnet und dann hybrid weitergemacht mit statistischer Energieanalyse im Innern des Wagens, dann das Schallfeld berechnet. Da kam das dabei raus, das sind Ergebnisse aus der Doktorarbeit von Herrn Gabriel. Stimmte soweit, aber Quintessenz war, rein simulativ wären wir nicht durchgekommen. Natürlich ist man auf dem Wege dorthin, aber ich denke, es wird noch ein paar Jahre dauern, bis man wirklich so weit ist, dass man hier die Simulation so einsetzen kann, wie wir es uns eigentlich wünschen würden in diesem Umfang. Ja, stellt sich die Frage, was macht eigentlich den Erfolg aus? Was sind die notwendigen Kriterien, um sowas zum Funktionieren zu bringen mit einer computerunterstützten Modellierung? Man muss die Komplexität reduzieren können, sei es puncto Material, Geometrie oder auch der physikalischen Interaktionen. Wenn das geht, ohne dass man an der Realität vorbeigeht, dann kann man diese Dinge ganz gut verwenden. Ansonsten braucht man sehr, sehr viel Gespür. Die Anwendung gemäß dem Motto, ich habe hier ein tolles Simulationstool, ihr habt ein technisches Problem, ich kann euch das lösen,
das ist nicht so einfach. Ich denke, man braucht das notwendige Gespür für die Interaktion zwischen Experiment und Computersimulation, ohne die es nicht geht. Es braucht wirklich die entsprechende persönliche Erfahrung. Ja, stellt sich am Ende die Frage, wie geht es weiter? Wenn ich jetzt mal überlege, wie lange ich an diesem Thema gearbeitet habe, über 40 Jahre, muss ich sagen, ich will nicht pessimistisch sein, aber es geht natürlich positiv weiter, aber in kleineren Schritten, als wir alle möchten. Man kommt auch in eine gewisse Sättigung hinein. Natürlich, wir haben am Anfang natürlich einen Rahmen etwas schneller abschöpfen können, als das heute möglich ist. Es wird also auf absehbare Zeit weitergehen mit der Symbiose aus Simulation und Experiment, eng verzahnt, je nach Problem, wie wir gesehen haben. Es wird sich nicht vermeiden lassen. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, komplette Fahrzeuge, komplette Autos, komplette Schienenfahrzeuge oder auch komplette Haushaltsgeräte oder ähnliche Dinge virtuell mit dem Computer akustisch zu designen. Da ist die Zeit noch nicht reif. Und ich glaube auch nicht, dass das in den nächsten 10 Jahren möglich sein wird. Ich bin da mal ganz ehrlich. Die Entwicklung muss natürlich weitergetrieben werden, keine Frage, aber wir dürfen nicht zu viel erwarten von der Geschwindigkeit, mit der wir hier Fortschritte erzielen werden. Und die Rechner werden schneller, ja, aber auch nicht so schnell, wie wir es immer möchten und immer wollten. Es sind mittlerweile sehr viele aufgesprungen auf den Zug der Computersimulation. Sehr viele Hersteller haben ihre mechanischen FE-Codes im Hinblick auf diese gekoppelten Felder, die man in der Transducer-Technik, die man in der Akustik braucht, entwickelt, geschärft. Man nennt es heute im Neudeutsch ja Multiphysics, Multiphysics-Problem, Multiphysics-Programme. Die werden auch angewendet, teilweise, das muss man zugestehen, ist der Erfolg überschaubar, je nach Problem. Die Frage ist auch, wie sieht der Markt aus? Wie sieht der Markt dieser Finite-Element-Programme heute aus? Ich weiß nicht, ob das allen bewusst ist, auch den Zuschauern an den Bildschirmen. Es hat in den letzten Jahren eine Monopolisierung stattgefunden. Großen Hersteller, großen Firmen, großen Konzerne haben die kleinen aufgekauft. Es gibt nur noch wenige Hersteller von solchen Finite-Element-Programmen oder solchen Modellierungsprogrammen. Und was die ihnen verkaufen, nein, sie verkaufen sie ihnen ja nicht, sie vermieten es ihnen, ist eine Closed Box. Das muss uns klar sein. Sie kriegen eine Closed Box und da fällt einem der Leha ein mit Land des Lächelns, mit dieser Operette, wo es heißt, doch wie es drinnen aussieht, geht niemand was an. Das ist natürlich schon das gute Recht und die Pflicht dieser Hersteller zu sagen, naja, das ist mein Eigen, ich kann das ja nicht hergeben. Aber es muss uns klar sein, wenn die Weiterentwicklung in Händen von ein paar wenigen Firmen ist und von dem kommerziellen Portfolio dieser Hersteller abhängig ist, dann bestimmen die auch wohl oder übel die Weiterentwicklung auf diesem Gebiet. Wenn wir jetzt einen Hersteller hier hätten, würde der wahrscheinlich sagen, ja Moment mal, das stimmt ja gar nicht. Wir haben ja genügend Schnittstellen in diesen Programmen. Aber glauben Sie mir, wir haben so viel Erfahrung, dass ich Ihnen sage, damit kann man nicht so viel anfangen, dass man die Dinge wirklich gründlich lösen kann. Sie brauchen, und da komme ich auf das zurück, was mein Glück bei Siemens am Anfang war, wir hatten ein Quelltextprogramm. Wir hatten ein Programm im Quelltext und das braucht man. Wenn Sie das nicht haben, kommen Sie nicht weiter. Dann sind Sie irgendwo, kommen Sie doch an eine Stelle, wo es nicht weitergeht. Das kann natürlich nicht unser Interesse sein, im Sinne einer Technologiepolitik, die Weiterentwicklung eines so immens wichtigen Gebietes abhängig zu machen von ein paar Herstellern. Ich möchte die Hersteller da gar nicht in Misskredit bringen. Was mir einfällt, ist Windows und Linux. Ja, Windows hat ein gewisses Monopol, aber es gibt Linux auch. Und da komme ich jetzt zum Thema. Was hilft uns denn aus dieser Klemme heraus? Aus meiner Sicht gibt es nur einen Weg. Open-Source-Programme.
Das ist der einzige Weg, der uns hier heraushilft. Open Forum, das Programm, CFD-Programm, hat es uns vorgemacht. Der VW-Konzern ist eingestiegen bei dieser Open-Source-Entwicklung, speist auch wieder diese Entwicklung, die bei VW gemacht werden, wieder zurück. Aber das Programm ist dann im Quelltext vorhanden. Jeder kann entwickeln, wie er möchte. Ja? Und ich glaube, das ist die Freiheit, die wir brauchen, um die Methode auch schnell genug voranzubringen. Ich komme langsam zum Schluss. Und wenn Sie jetzt sagen, vielleicht auch draußen an den Bildschirmen, was hat uns der Mann jetzt die letzten 40 Minuten erzählt, ich habe es nicht verstanden, dann haben Sie ja mein vollstes Verständnis. Ich möchte Ihnen ein Angebot machen. Sie können das alles nachlesen in den Büchern. Manfred hatte die technische Akustik schon erwähnt, die mit Herrn Sessler und Herrn Wolf, der leider verstorben ist, auf den Markt kam. Das andere ist die weiterentwickelte Habil-Schrift von Manfred Kaltenbacher. Und das dritte ist die weiterentwickelte Habil-Schrift von Stefan Rupitsch in Erlangen. Und ja, wenn Sie dann noch nicht müde sind, dann können Sie diese elektrische Messtechnik auch noch lesen. Aber da steht alles drin. Es sind natürlich einige Seiten. Da ist alles im Detail beschrieben. Und das ist meine Empfehlung zum Abschluss. Ich möchte aber, bevor ich jetzt wirklich ganz zum Ende komme, schaue ein bisschen auf die Uhr, ein paar Minuten habe ich noch, dem Team danken. Denn ohne dieses Team wären diese Erfolge absolut unmöglich gewesen. Das sind jetzt nicht meine Erfolge. Ich habe das Glück gehabt, dass oft diese Gruppe leiden zu dürfen, ja. Aber ich möchte zunächst mal alle Doktoranden erwähnen, alle Mitarbeiter erwähnen, der beiden Lehrstühle, einmal Johannes Kepler Universität in Linz, Institut für elektrische Messtechnik und Lehrstuhl für Sensorik in Erlangen. Und ich möchte auch die Kollegen in Erlangen, die jetzt zuschauen, grüßen. Herzlichen Dank dafür, für diese Treue und die Mitarbeit in den letzten, ja insgesamt 30 Jahren. Natürlich gilt der Dank auch meinen früheren Siemens-Kollegen, ohne die ich die Aufgabe nicht bekommen hätte. Und ich brauchte natürlich auch eine entsprechende Stütze, weil wenn man als frisch Promovierter in die Industrie kommt, dann muss man doch noch einiges lernen. Ich möchte auch zwei Kollegen erwähnen, die mir besonders ans Herz gewachsen sind. Die habe ich im Forschungsverbund VorLärm, der von der Bayerischen Forschungsstiftung gefördert wurde, sehr schätzen gelernt. Das ist der Professor Hugo Fastel von der TU München, von dem Institut an der Universität und von der Firma Müller BBM, der Professor Joachim Scheuren. Ich stelle diese beiden mal stellvertretend für alle hin und sage Ihnen herzlichen Dank, also in pars pro toto sozusagen, jetzt für alle anderen Kollegen, denen ich auch sehr viel zu verdanken habe. Und jetzt ganz zum Schluss kommen noch ein paar Fotos von den Personen, denen ich besonders viel zu verdanken habe. Das sind zunächst mal die drei Herren. Es ist mein Doktorvater, Professor Gerhard Sessler, ich denke, er ist sehr wohl bekannt in diesem Kreis. Hier zeigt es ihn mit einem Foto, wo er selbst einen großen, hochdekorierten Preis bekommen hat, den Maxwell Award von Prinz Philipp ausgehändigt in Edinburgh, ich durfte dabei sein. Herr Sessler hat mich an die Hand genommen und hat eigentlich bis heute, von Beginn an meiner Promotion bis heute aufgepasst, dass ich nach Möglichkeit keine allzu großen Fehler mache, hat mich angeleitet. Und dafür möchte ich dir, lieber Gerhard, an dieser Stelle mal herzlich danken. Viele Grüße nach Darmstadt. Ich weiß, dass er zuschaut. Das gilt auch fast für den zweiten Mentor. Der hat mich auch sehr eng begleitet durchs Leben, fachliche Ratschläge gegeben und stand immer mit Rat und Tat zur Seite, Professor Helmut Ermert. Viele Grüße nach Röttenbach, Helmut. Ich habe Helmut Ermert kennengelernt ein paar Jahre, nachdem ich bei Siemens war und hatte dann auch einen Lehrauftrag an diesem Institut, bevor er dann nach Bochum ging. Das Rechte ist der Kollege Hans Kamann von Siemens, Entwicklungsleiter für die Wandlerentwicklung im Unternehmensbereich Medizintechnik, heute Siemens Healthineers.
er war auch immer eine Stütze und hat diese Projekte im Forschungszentrum dann gestützt. Ohne dessen Unterstützung und Hilfe wäre dieses sicherlich auch nicht so erfolgreich verlaufen. Ja, dann kommen wir zu den Jüngeren. Jung ist relativ, ja. Die drei Habilitanten, Manfred Kaltenbacher. Manfred, wir kennen uns über 30 Jahre und mein Leben wäre auch anders verlaufen, wenn ich dich nicht kennengelernt hätte. Umgekehrt vielleicht auch, zugegebenermaßen, ja, aber es war gut. Vielen Dank für die Treue bis zum heutigen Tag. Den Stefan Becker habe ich kennengelernt, als ich nach Erlangen kam. Er hat sich bei Professor Durst habilitiert, aber ich war an dieser Habilitation noch, glaube ich, als Zweitgutachter beteiligt. 20 Jahre, Stefan, kennen wir uns schon und haben nach wie vor arbeiten wir zusammen und sehr gut. Der jüngste Spross ist der Stefan Rupitsch, der hat dann den Manfred Kaltenbacher ersetzt, die Stelle eingenommen, hat 10 Jahre jetzt in Erlangen sehr gute Arbeit geleistet und uns unterstützt, auch mit der Inversenmethode, mit vielen, vielen Piezo-Problemen geholfen und durchschlagende wissenschaftliche Erfolge auch in dem SFB errungen, mit den Produktionstechnikern zusammen. Vielen Dank dafür, Stefan. Ich weiß, dass du zuschaust und ich kann nur sagen, hier auch in diesem Raum und im Kreis der Akustikfamilie sind jetzt auch alle gespannt, wie deine Entscheidungen in den nächsten Wochen ausfallen. Also er leidet im Moment noch den Lehrstuhl, den ich verlassen habe, aber an dem noch können Sie erkennen, dass, was passieren wird in den nächsten Wochen. Also wie gesagt, viele Grüße nach Erlangen nochmal und damit bin ich fast am Schluss. Lassen Sie mich vielleicht noch eine Bemerkung machen, bevor wir zu dieser Endfolie kommen. Persönliches Resümee. Ich hatte die Gelegenheit, als Sprecher der Elektrotechnik, als Prodekan vor einigen Jahren, die Elektrotechnik-Anfänger, es waren ein paar hundert in Erlangen, begrüßen zu dürfen. Und ich habe dann ein bisschen was über Elektrotechnik erzählt und als mir nichts mehr einfiel, eben ein bisschen was über mein Berufsleben. Und dann stand einer auf am Ende meines Vortrags und sagte, Herr Professor, ich habe das verfolgt. Sie haben ja da einiges gemacht, das ist ja sehr schön, aber ich muss Ihnen da mal eine Frage stellen. Würden Sie es nochmal machen oder besser? Ich möchte die Frage anders stellen. Was würden Sie denn anders machen? Geben Sie uns doch mal einen Tipp, was Sie falsch gemacht haben. Und da habe ich gesagt, ich würde es schon nochmal so machen. Ja, genau so eigentlich. Und wenn man sich entscheidet, hat man was falsch gemacht, dann kann man jetzt die Weggabelung, die man hatte, betrachten und sagen, nein, also ich würde es schon nochmal so machen. Und diese Freude, diese Begeisterung, die hat mich durchs ganze Berufsleben hindurchgetragen bis zum heutigen Tag. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Meine Damen und Herren, ich bin Ihnen auch hier im Saal und draußen sehr dankbar, dass Sie es mit mir ausgehalten haben. Und das ist jetzt die allerletzte Folie, mit der mache ich Schluss. Natürlich herzliches Dankeschön ans Auditorium. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Professor Lerch, für einen spannenden Vortrag, der auf ein spannendes und erfolgreiches Leben schließen lässt.